Ganz herzlich willkommen zum Hoffnungskonzert hier an der Johann Christoph Blumhardt Schule. Ein Megathema hat uns in diesem Jahr beschäftigt, Corona. Es hat uns alle gewaltig belastet. Und gleichzeitig macht uns diese Weihnachtszeit deutlich, dass es ein anderes Megathema gibt, ein Megathema der Weltgeschichte. Nämlich, dass der Schöpfer sich auf diese Weise mit seinen Geschöpfen identifiziert, dass er klein, hilflos, schwach und hilfebedürftig wird, um seinem Geschöpf deutlich zu machen, dass es in seiner Kleinheit, Hilflosigkeit und Schutzbedürftigkeit ein Gegenüber hat, jemanden, der ihn wahrnimmt. Das ist das eigentliche Megathema nicht nur eines Jahres, sondern der ganzen Menschheitsgeschichte. Und dass unser Blick nicht nur verdunkelt wird durch das, was uns im Moment belastet, deshalb wollen wir heute Abend dieses Hoffnungskonzert an der Johann Christoph Blumhardt Schule veranstalten, um zu Ihnen nach Hause einige dieser Hoffnungsfunken zu schicken. Drei Gäste haben wir heute Abend hier an der Johann Christoph Blumhardt Schule. Alle im Sicherheitsabstand und die Dame selbstverständlich in der Mitte. Tabea Knappenberger, Schülerin der 13. Klasse unserer Schule. Sie hat eine große Hoffnung, dass sie dieses Jahr noch Abitur machen kann. Tabea, worauf freust du dich an Weihnachten? Ja, ich denke, dieses Jahr freue ich mich am meisten darauf, dass es mal anders ist. Ich liebe Traditionen und ich finde es auch die letzten Jahre fand ich mit meiner Familie immer wunderschön, aber dieses Jahr vielleicht auch eine Chance, dass mal ein bisschen was anders läuft, dass man manche Dinge überdenkt und vielleicht auch mal anders zur Besinnung kommt. Wir sind gespannt, was du nach den Ferien berichten wirst. Der nächste Gast heute Abend, Valentin Damm, Schulseelsorger an der Johann-Christoph-Blumhardt-Schule. Es ist schon sein Job, Hoffnung zu vermitteln und das tut er Tag für Tag. Herr Damm, auch für Sie ist Weihnachten anders. Worauf freuen Sie sich dieses Jahr an Weihnachten? Also mir geht es auch ähnlich wie Tabea, muss ich sagen, dass ich mich darauf freue, auf Ruhe. Dass es vielleicht einfach mal anders wie in den letzten Jahren ein ruhiges Weihnachten wird. Der Gottesdienst oder die Gottesdienste werden nicht überfüllt sein mit vielen Menschen, mit vielen Beiträgen. Das ist einfach nicht möglich. Und wir können auch nicht als Familien zusammenfeiern im größeren Kreis. Das finde ich natürlich auch schade. Auf der anderen Seite ist es die Möglichkeit, vielleicht ganz bedacht in die Zeit zu gehen und vielleicht das Weihnachten zu erleben, wie es damals war. Ganz Ruhe, in der Stille und darauf freue ich mich. Vielleicht werden Sie Ihren Gemeindegottesdienst ja in einer Höhle feiern. Ich glaube das nicht, dass es so sein wird, aber ich hoffe, dass wir uns ganz normal noch treffen dürfen bis dahin. Also es wird ein näherungsweises Weihnachtsfest sein. Genau. Der dritte Gast an diesem Abend, natürlich der Hauptgast an diesem Abend, Michael Schlirf. Michael Schlirf, bekannter Pianist, sehr gefragt im christlichen Bereich und weit darüber hinaus. Man könnte, wenn man ihn vorstellen möchte, ein ganzes Staccato runterleihen, ein A, B, C bis Z, A, angefangen von einem ARD-Fernsehgottesdienst in der Nikolaikirche in Leipzig, über Hand-in-Hand-Kreuzfahrten, wo sie alle beneiden, wo sie gerne mal mitgehen würden, über den Kongress christlicher Führungskräfte, der Hauptpianist, bis zu Pro-Christ-Pianist in der Porsche Arena und Z im ZDF bei Wetten, dass hat man sie auch schon mal gesichtet. Und heute hier an der JCBS, ja, man fragt sich, was verschlägt denn solch einen Mann in unsere bescheidenen Hallen? Also Michael Schlirf hat schon eine lange Beziehung zu unserer Schule. Er hat uns zwei seiner Kinder, mehr hat er nicht, anvertraut. Das will schon viel heißen. Sie haben hier Abitur gemacht,
richtig gut, sind also ganz nach ihren Eltern geraten und seither kommen wir nicht so richtig voneinander los. Ne? Aber wir wollen auch nicht voneinander loskommen, damit wir zum Beispiel heute Abend so ein Konzert, ein Hoffnungskonzert veranstalten können. Und es sind ja rätselhafte Zeiten, in denen wir uns derzeit befinden. Entsprechend wird er mit einem rätselhaften Einstieg in diesen Abend starten. Michael Schlierer. So ist es. Von meiner Seite auch herzlich willkommen. Schönen guten Tag und schön, dass ich hier sein darf. Und Sie haben völlig recht, also fast völlig recht. Ich habe alle meine Kinder hier in der JCBGS abgegeben und mit einem erfolgreichen Abitur wiederbekommen, wobei es nicht unbedingt nach meiner Abitursnote ging. Die waren nicht ganz so gut, aber das ist ja schön, wenn die Kinder die Eltern dann doch mal überholen. Insofern haben sie dann nicht ganz recht, dass sie nach den Eltern kommen. Ich war nämlich nicht ganz so gut im Abitur. Aber das bloß am Rande. Sie die Gaben sind unterschiedlicher verteilt. So ist es, genau. Und letztendlich, Tabea, für dich, nachher interessiert es keinen Mensch, was du für eine Abi-Note hast. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Ich will ja nicht. Wir machen jetzt erstmal ein Rätsel, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr alle fit seid für Weihnachten. Wer glaubt denn, dass er fit ist für Weihnachten? Okay, schauen wir doch mal. Ich habe ein kleines Musikrätsel mitgebracht. Das Musikrätsel sieht folgendermaßen aus, dass ich ein paar Weihnachtslieder in diesem Potpourri versteckt habe. Und wir sind gespannt, wie viel ihr davon erkennt und genau, was für eine Summe rauskommt. Ich bin gespannt. Es geht los. So, das war das Weihnachtsliederrätsel. Ich bin gespannt, wie viele Weihnachtslieder waren denn da drin versteckt? Also nur Weihnachtslieder? Nur Weihnachtslieder. Hm. Ich frage alle. Einfach aus dem Bauch raus, gar nicht so lange überlegen. Also es war keine heilige Zahl nach meiner Zählung. Ich hätte 7 erwartet oder 12. Okay. Nach meiner Zählung waren es 8. Acht. Tabea?
Ich habe 9, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Überleitung mitgenommen habe. Nein, die Überleitung, genau. Valentin? Ich habe eigentlich 6 gezählt. 6. Es sind tatsächlich 7. Es waren 7. O Tannenbaum, Jingle Bells, White Christmas, Klingglöckchen, Klingelingeling, Morgen kommt der Weihnachtsmann, Leise rieselt der Schnee. Oh, da sind es doch. Oh, du Fröhliche. Habe ich jetzt eins vergessen? O Tannenbaum, Jingle Bells, White Christmas, Klingeling, Morgen kommt der Weihnachtsmann, Leise rieselt der Schnee. Oh, du Fröhliche. 7 Weihnachtslieder. Das haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Gell? Das war so eine heilige Zahl. Weil es doch eine heilige Zahl war. Gell? Ich dachte doch. Also, 7 Weihnachtslieder. Das ist doch ganz nicht so schlecht. Also 8 ist immer gut. Und du hattest 9. Das ist klar, dein jugendlicher Eifer, der nickt da was drauf. Und Valentin, vielleicht etwas zu tief gestapelt, darf man ruhig ein bisschen Gas geben. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen habt ihr das sehr gut gemacht. Ich habe ein französisches Weihnachtslied mitgebracht von 1842. Das ist sehr interessant, weil der Text beruht auf der Verkündigung der Engel an die Hirten aus der Weihnachtsgeschichte Lukas 2. Wisst ihr noch, was die Engel gesagt haben, den Hirten? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Ja, aber davor noch eine ganz wichtige Bitte. Fürchtet euch nicht, ganz genau. Wir haben ein Hoffnungskonzert und ich denke, gerade diese Aussage, fürchtet euch nicht, das, was die Engel den Hirten damals gesagt haben, bevor es losgeht, fürchtet euch nicht, das ist, glaube ich, die ganz zentrale Botschaft. Und dann heißt es hier im lateinischen Refrain, Gloria in excelsis Deo, das bedeutet, Ehre sei Gott in der Höhe. Und das Weihnachtslied dazu heißt, hört ihr Engel helle Lieder. Fürchtet euch nicht. Und jetzt frage ich mal unseren Schulseelsorger Valentin. Weihnachten, Hoffnung, JCBS, Schule, Verantwortung mit Kindern. Wie geht man damit um? Hat man da überhaupt eine Perspektive? Absolut. Ich glaube, es gibt immer eine Perspektive. Vor allem wir, die wir eine Botschaft haben, die voller Hoffnung ist. Okay. Und als christliche Schule haben wir auch einen Auftrag, diese Hoffnung auch weiterzugeben, unseren Schülern hier, unseren Mitarbeitern hier, das sehe ich als meine Aufgabe und als Vorrecht gleichzeitig auch. Ja. Und was bedeutet ganz konkret Hoffnung für dich? Als du mich vor einigen Wochen angerufen hast und mit der Frage, ein Hoffnungskonzert zu veranstalten, da hatte ich wirklich Hoffnung. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass dieses Hoffnungskonzert auch live stattfindet. Und so wie die Definition des Wortes Hoffnung sagt, es ist ja eine erwartete sozusagen Veranstaltung gewesen in der Zukunft und da habe ich mich drüber gefreut und ich hatte tatsächlich Hoffnung und auch Optimismus im Gegensatz zu anderen hier im Haus, die schon die Corona-Bestimmungen mehr kannten, wie vielleicht ich, sich mehr damit beschäftigt haben. Und letztendlich war dann diese Aussage, die Hoffnung stirbt zuletzt, soweit, dass dieses Live-Konzert leider abgesagt werden musste. Aber diese Aussage, die Hoffnung stirbt zuletzt, hat mich an eine Geschichte erinnert von dem bekannten Adventskranz mit den 4 Kerzen. Diese 4 Kerzen leuchten
Und auf einmal sagt die erste Kerze, ich bin der Frieden. Diese Welt, in der wir leben, da gibt es wenig Frieden. Und wenn man die Geschehnisse der aktuellen Zeit sieht, ja, da gibt es nicht viel positive Nachrichten. Und so erlosch diese erste Kerze. Die zweite Kerze meldete sich zu Wort und sagte, ich bin der Glaube. Aber die Welt will von Glauben nichts wissen. Und so erlosch auch diese zweite Kerze. Leise meldete sich die dritte Kerze und das ist die Liebe. Und die Liebe sagte, mich will auch keiner haben. Die Menschen lieben nur noch sich selbst und das, was eigentlich, wozu wir geschaffen sind, einander zu lieben, das wollen die Menschen nicht mehr. Und so erlosch diese dritte Kerze. Und ein Kind kam in diesen Raum hinein und sah diesen Adventskranz und sah, dass nur noch eine Kerze brannte und fing fast schon an zu weinen. Auf einmal meldete sich die vierte Kerze und das passt wunderbar zu dem Tag dieser Ausstrahlung heute, der vierte Advent, die Hoffnung. Die Hoffnung, die es möglich macht, dass wieder diese Kerzen, die erloschen sind, der Friede, der Glaube und die Liebe wieder aufleuchten können. Und das bedeutet für mich Weihnachten, dass Jesus, dieses kleine Kind, Gott selbst, Mensch wurde und dass es einen Ausweg gibt aus diesem Chaos dieser Welt, aus dieser Dunkelheit, dass es möglich ist, dass wieder Friede, das Glaube und das Liebe wieder möglich ist. Das bedeutet für mich Hoffnung, diesen Ausblick zu haben für die Zukunft. Herbei, o ihr Gläubigen, o lasset uns anbeten. Das ist ja die Botschaft auch, die wir haben heute mit diesem Hoffnungskonzert. Herbei, kommt herbei, wir müssen keine Angst haben. Auch wenn wir in den Häusern bleiben müssen, wir kommen trotzdem herbei, nämlich mit unserem Herzen und lasset uns anbeten. Jetzt habe ich noch eine Weltreise mitgebracht, eine kleine musikalische. Wir dürfen ja gerade nicht verreisen. Das ist gerade ein bisschen ein Problem und deswegen mache ich eine musikalische Weltreise. Ich habe ein schönes Weihnachtslied mitgebracht, das sicherlich alle kennen. Wie heißt es? Ihr Kinderlein kommt. Ihr Kinderlein kommt, genau. Das klingt ungefähr so. Wir dürfen ja leider nicht mitsingen, aber ihr zu Hause dürft gerne kräftig mitsingen, wenn ihr das Lied kennt. Dieses wunderschöne Weihnachtslied, da machen wir jetzt eine erste Reise nach Südamerika, nämlich nach Argentinien, dort wo der Tango herkommt. Thank you.
Und die Reise geht weiter in das schöne Österreich, dort wo der Wiener Walzer herkommt. Österreich. Und die Reise geht weiter in ein wunderschönes Land, wo man auch sehr gut essen kann, nämlich nach Griechenland. Und jetzt reisen wir in ein ganz fernes Land, nämlich nach China. China ist das dicht bevölkerste Land auf der Erde mit über 1.400 Millionen Menschen, dicht gefolgt von Indien. Und die Chinesen haben ja ihre eigene Musikrichtung, die haben nämlich nur 5 Töne und nicht 7, so wie wir in unserem diatonischen System. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, würden wir heute noch im Paradies leben, weil die hätten nicht den Apfel gegessen, sondern die Schlange. Jetzt versuche ich, ihr Kinderlein kommet, auf Chinesisch zu spielen. Und wie gesagt, die haben nur 5 Töne, deswegen klingt es teilweise anders. Zum Abschluss unserer Weltreise fahren wir jetzt alle gemeinsam zusammen nach Russland. Russland, ein sehr temperamentvolles Volk, übrigens nur fast ein Zehntel so viel Bevölkerung, haben aber 11 Zeitzonen, weil sie eine unglaubliche Ost-West-Ausdehnung haben. Und bei den Russen ist es im Winter oft richtig kalt. Deswegen brauchen wir gute Laune und ein bisschen Slivovitz. Und die gute Laune, da hoffe ich, dass ihr zu Hause mitmacht. Hey, 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 hey! Das war die musikalische Weltreise und jetzt frage ich natürlich in die Runde, Tabea, auch ein Land rausgesucht oder wo geht's hin nach dem Abi? Ich habe vorher die Zusage bekommen nach Kanada, also wahrscheinlich wow, nach Kanada. Wow, Kanada, klasse. Ja, da hoffen wir mal, dass irgendwann das mal wieder möglich sein wird. Gell? Ich hoffe es. Dass wir wohin fliegen können. Ja, du machst Abitur irgendwie, die Schule ist jetzt zu. Wie geht's dir? Und was hast du überhaupt noch Hoffnung? Ja, die Situation ist anstrengend und ich finde es manchmal einfach super umständlich. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Wir sind ja eine große Familie, bei uns wird es nicht langweilig. Da ist immer viel drumherum. Also ich glaube, ich habe mich in der ganzen Pandemie keine 2 Tage am Stück gelangweilt. Also da ist genügend Abwechslung geboten. Und ja, Thema Hoffnung. Ich fand vorhin den Satz so schön, fürchtet euch nicht. Weil genau das war so mein Impuls, mein Gedanke. Hoffnung bedeutet für mich, angstlos zu sein. Angstlos zu planen
ohne Sorgen vorauszudenken. Und wie gesagt, ich mache jetzt dieses Jahr Abi, hoffe ich zumindest. Man hat irgendwie die letzten Jahre darauf hingearbeitet und jetzt ist man nicht mehr weit davon entfernt. Aber was danach kommt, weiß man nicht. Man hängt irgendwie ein bisschen in der Luft und selbst wenn man jetzt eine Zusage hat, ob ich nächstes Jahr ausreisen darf oder nicht, das weiß niemand. Aber ich habe die Hoffnung, dass es trotzdem klappt. Ob das nachher in Kanada sein wird, wo ich nachher ein Jahr sein werde, oder doch in Deutschland irgendwas arbeite, ich glaube, das ist in dem Sinne nicht wichtig, weil ich glaube, Gott führt den Weg, egal ob hier oder in Kanada. Und in letzter Zeit war mir ein Bibelvers voll wichtig, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn wir haben keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und genau so will ich Weihnachten verbringen, aber auch so das nächste Jahr oder die nächsten Jahre. Nicht irgendwie Angst zu haben, was kommt, sondern mit Kraft und Liebe und Besonnenheit weitergehen. Ich stehe in deiner Krippen hier, ja, und habe hoffentlich Hoffnung. Während dieser Sommerzeit ging es mir ja nicht immer so ganz toll, weil wenn Konzerte abgesagt werden und eine Perspektivlosigkeit sich breit gemacht hat, dann kann man auch hoffnungslos werden. Und immer wieder habe ich doch gemerkt, man muss trotzdem aufstehen. Es ist jeden Morgen neu die Entscheidung zu sagen, okay, es ist nicht so, wie man es geplant hat, aber trotzdem, das Leben geht weiter und wir werden nicht aufgeben. Und als wir in den Sommermonaten, im Juli war das, waren wir 3 Tage in Südtirol, als gerade alles so ein bisschen ruhig war und waren ein bisschen wandern, meine Frau und ich. Und da ist eine Komposition entstanden. Und die hat so richtig in mein Leben hineingepasst. Der Titel heißt Stille Hoffnung. Und ja, still, weil es keinen pompösen, es gibt Hoffnung, hurra, hellau. So ist es nämlich nicht, sondern es ist eine stille Hoffnung. Es ist eine leise Hoffnung, aber es ist eine Hoffnung, eine Zuversicht. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Hoffnung nicht verlieren. Václav Havel, der war tschechischer Präsident, er war Menschenrechtler, war Autor, hat einen sehr schönen Satz geprägt, der heißt, Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Zuversicht, dass das Sinn macht, ganz egal, wie es ausgeht. Und das ist auch unsere Botschaft mit dem Hoffnungskonzert. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, wir wissen nicht, wie lange es noch geht, aber das, was wir tun, das macht Sinn. Und ich wünsche uns allen ein sinnerfülltes Leben mit stiller Hoffnung.
Stille Hoffnung. Herr Wurster, wie geht's Ihnen in dieser Zeit? Sie sind hier Chef, Sie sind Schulleiter. Hoffnungslos oder gibt es irgendwie noch einen Hoffnungsschimmer? Wie geht's Ihnen da? Es gibt immer was zu hoffen. Es wäre ja furchtbar, wenn wir nichts zu hoffen hätten. Wir haben zum Beispiel, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, eine hoch engagierte Mitarbeiterschaft, die wahnsinnig engagiert war und dieses Corona-Jahr so gestaltet hat, dass wir überhaupt hier Schule machen konnten. Und eine Elternschaft, die zusammengehalten hat, die durchgehalten hat, die zur Schule gehalten hat, die sich trotz vieler unterschiedlicher Meinungen nicht hat auseinanderbringen lassen oder uns sogar verwöhnt hat mit einer Sonderplätzchen-Backaktion oder jetzt gerade diese Tage mit einer besonderen Geschenktüte. Das macht Mut, kein Grund zur Hoffnungslosigkeit. Oder Schüler, die gewachsen sind in diesem Jahr, gewaltig gewachsen sind, richtige Sprünge gemacht haben. Und ganz besonders freut mich, wenn Schüler dann das, was ja die Kernbotschaft unserer Schule ist, dass man seine Hoffnung eben nicht auf diese Welt setzt und das, was diese Welt bietet, sondern die ihre Hoffnung wirklich buchstäblich in Christus setzen. Wenn diese Schüler, wie ich das gerade dieser Tage erlebt habe, eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, jetzt lasse ich mich taufen. Ich setze mein Vertrauen ganz auf den, der Hoffnung gibt, hat mich sehr bewegt. Ein ehemaliger Schüler, ein aktueller Schüler, die das gesagt haben. Also, kein Grund zur Mutlosigkeit. Super. Und für Sie persönlich, was bedeutet Hoffnung für Sie persönlich? Ich will das vielleicht an einer Geschichte illustrieren. Eine wahre Geschichte, ein Missionarsehepaar, 4 Kinder in Neuguinea. 3 der Kinder waren in der Heimat im Internat. Das jüngste Kind, 1 Jahr, verstarb. Der Vater zimmert einen Sarg, um diesen Jungen zu begraben. Ein Einheimischer kommt zu ihm und sagt zu ihm, Sie sind bestimmt sehr traurig jetzt. Und er sagt, ja, ich bin sehr traurig. Sie werden uns jetzt bestimmt verlassen. Und dann sagt er, nein, ich werde euch nicht verlassen, ich werde hier bleiben. Ja, aber ihre anderen Kinder, für die sorgt Gott, die sind in Gottes Armen gut aufgehoben. Dann sagt der Einheimische, ihr Christen seid merkwürdige Leute. Ihr könnt durch den Horizont schauen. Das hat den Missionar aufhorchen lassen, weil er seit langer Zeit ein Wort gesucht hat in dieser Sprache für Hoffnung. Er hat das bis dato immer mit Warten übersetzt. Und jetzt hat er ein neues Wort gefunden. Hoffnung durch den Horizont schauen. Das hat mich erinnert, ich war vor einigen Jahren mit meiner Familie in Holland im Sommerurlaub. Und wir haben das Corrie ten Boom-Haus besucht in Haarlem. Und die Führerin dort hat uns durch dieses beeindruckende Haus geführt, von dieser beeindruckenden Persönlichkeit. Und am Ende der Führung führt sie uns in ein Zimmer und zeigt uns einen Bilderrahmen. Wirre Fäden. Und irgendwie abstrakt, eigenartig. Man konnte nicht viel Bezug finden. Dann drehte sie diesen Rahmen um. Auf der anderen Seite zeigte sich eine wunderschön gewebte Krone. Das war das Bild, was Corrie ten Boom immer genutzt hat. In Gottes Perspektive hat das, was bei uns vielleicht sinnlos erscheint, wir haben das eben von Václav Havel gehört, das, was bei uns wirr scheint, hat Sinn. Und das kann uns Hoffnung machen. Das macht mir ganz persönlich Hoffnung. Diese Gewissheit, das, was bei mir ein einziger Wirrwarr ist, auch in dieser Pandemie, auch in diesen vielen Verordnungen, auch in diesen vielen Fragen und Unsicherheiten. Ich darf durch den Horizont schauen. Ob sich dieses Bild noch zu meinen Lebzeiten wendet oder ob ich durch den Horizont erst nach meinem Leben schaue, das weiß ich nicht. Das weiß niemand von uns. Aber eines wissen wir, eines weiß ich. Hinter all diesen wirren Dingen verbirgt sich ein wunderbares Bild. Das bedeutet Hoffnung für mich. Super.
Ja, Hoffnung. Jetzt sind wir fast am Ende unseres Hoffnungskonzerts. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Einladung, dass wir das trotz dieser Situation, weil wir überlegt haben, sagen wir das ganze Konzert ab, dass wir jetzt doch noch was Schönes, Sinnvolles heute hingebracht haben. Ja, wir bedanken uns und wir möchten uns mit einem wunderschönen deutschen Weihnachtslied verabschieden, wahrscheinlich dem bekanntesten überhaupt. O du Fröhliche heißt dieser Titel. Und der Dichter der ersten Strophen war der Weimarer Waisenvater Johannes Daniel Falk. Er hatte 7 Kinder, 4 von seinen Kindern sind leider an Typhus verstorben und das hat ihn dazu bewogen, ein Waisenhaus zu gründen. Ein sogenanntes Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Und diesen Kindern hat er 1815 dieses wunderschöne Weihnachtslied geschenkt. O du Fröhliche. Und damit alles Gute, Gottes Segen. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie hoffnungsvoll.